Alles beginnt in den Bergen, wo Wasser in Form von Schnee und Eis festgehalten wird. Schmelzen diese Gletschermassen im Frühjahr auf, gelangen riesige Wassermengen über kleine Bäche in Richtung Tal. Das kalte und frische Gletscherwasser hat dabei einen dunkelgrauen Farbton. Dieses Wasser nennt man Gletschermilch. Sie ist nicht schmutzig und ungesund, sondern transportiert viele kleine Steinchen und damit auch für die Natur wichtige Minerale in tiefer gelegene Regionen. Hochgelegene Fließgewässer und Seen sind sehr sauber und reich an Sauerstoff. Die hohen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, die starke Sonneneinstrahlung und die hohen Fließgeschwindigkeiten alpiner Bäche führen dazu, dass nur sehr wenige Tiere und Pflanzen überleben können. Viele kleine Bäche fließen zu einem größeren Fluss zusammen. Am Fuße des steilen Hochgebirges bildet der Fluss große Kurven, Verästelungen, langsame und schnell strömende Abschnitte, kleine Randbecken und Sandbänke. Hier leben viele Arten auf engem Raum zusammen und jeder bekommt das, was er braucht. Da es weiter unten langsam wärmer und nährstoffreicher wird, nimmt die Vegetation im Umland immer mehr zu und es bildet sich ein System aus Wiesen, Sträuchern und Bäumen. Die Sandbänke verschwinden und das breite und tiefe Flussbett schneidet große Kurven in die Landschaft. Bei Hochwasser wird die umgebende Landschaft mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Der Fluss bekommt als Gegenleistung tierische und pflanzliche Reste vom Land. Diese werden von Insekten zerkleinert und von Mikroorganismen in ihre Grundbestandteile aufgespalten und ernähren so die Wasserbewohner. Zudem kommt es durch die Pegeländerung zur Bildung von Terrassensystemen, die wiederum einen neuen Lebensraum darstellen. Bei sehr spitzen Kurven geht der Fluss den kürzeren Weg und frisst sich durch das Sediment. Dadurch entstehen riesige Inseln, kleine Seen und Teiche, die sich im Laufe der Zeit komplett von dem Strom abtrennen. Im Fluss können viele Arten auf engem Raum zusammenleben, da mehr Nährstoffe und Nahrung und eine angenehmere Temperatur zur Verfügung stehen. Der Fluss kämpft sich in Form einer nun beinahe geraden Linie durch eine immer flachere Landschaft und erreicht schließlich als Flussdelta das Meer. Hier trifft sich Süß- und Salzwasser und es ist ein Paradies für viele Tiere und Pflanzen. Einige Vogelarten nutzen solche Areale als Brutgebiet oder Zwischenhalt auf ihren langen Flugreisen. Ein Fluss besteht also aus vielen kleinen Systemen, die aufeinander angewiesen sind. Jeder Abschnitt stellt ein Ökotop dar, in dem ganz bestimmte Arten vorkommen.